Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute einem Unpacking und zwar habe ich mal wieder bei Candle Warmers bestellt. Der Anlass dazu war, dass es eine neue Kerzenmarke im Shop gibt und zwar Crossroads Candles. Und die sind made in the USA und wir haben hier eine Info bekommen in der Facebook-Gruppe und ich war natürlich sehr, sehr gespannt auf diese neue Marke, die aus wohl einem sehr sauberen, brennenden Paraffinwachs hergestellt werden und ich habe mir 5 oder 6 Düfte bestellt. Die Wunschliste war direkt ein bisschen länger, also mich haben sehr, sehr viele Düfte angesprochen. Ich finde die Gläser von Crossroads richtig, richtig toll. Ich selbst habe mir jetzt aber nur die Cubes bestellt, die Scented Cubes, also die im Grunde wie Melts funktionieren, wie die Tarts bei Yankee Candle. Es sind immer 6 Stück in dieser Packung, werdet ihr gleich sehen. Wir sind, glaube ich, bei knapp nicht ganz 60 Gramm und die liegen bei 5 Euro je Würfel. Und die Brenndauer soll pro Würfel bei ca. 4 bis 6 Stunden sein. Hier teste ich immer selbst ein bisschen, kommt noch Duft oder nicht. Also ich halte mich da nicht fix an diesen 4 bis 6 Stunden. Wenn Duft eher aufhört zu düfteln, okay. Wenn es länger dauert, auch fein. Also ich stehe da nicht mit der Stoppuhr daneben. Zusätzlich habe ich mir auch eine Silikonschale mitbestellt. Ich hatte ja mal ein Video dazu gemacht, dass man Muffinförmchen verwenden könnte für die Duftlampe, um eben die Düfte einfacher wieder aus dem Teelicht oder der Duftlampe, kann ja auch eine elektrische sein, zu entfernen. Und ich habe mir jetzt mal die Original mitbestellt. Ich denke, wir machen eins nach dem anderen. Vielleicht zeige ich euch das direkt als erstes. Ich verlinke euch alles unten in die Infobox. Also auch die Düfte, die ich mir bestellt habe, könnt ihr euch anschauen. Das sind einfach Links in den Shop. Guckt da gerne mal rein. Und zwar sieht das Förmchen jetzt im Grunde so aus. Kostet im Original von Candle Warmers jetzt, ich glaube, knapp 4 Euro, 3,80 Euro. Also vergleichsweise teuer zu den Muffinförmchen, die ich ja jetzt eine ganze Zeit lang verwende. Ich möchte einfach mal ausprobieren, ob die doch irgendwie besser sind. Ob vielleicht das Melt schneller wächst und warm wird und Duft abgibt. Ob es sich noch leichter irgendwie entfernen lässt. Von der Optik ist es natürlich so ziemlich durchsichtig. Also man wird es wahrscheinlich schon in der Duftlampe sehen. Wobei ich habe jetzt, glaube ich, auch graue und türkisene Muffinförmchen. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Vor allem ist jetzt meine Duftlampe jetzt nicht so präsent am Wohnzimmertisch, wo es mich stören würde. Vor allem die elektrische steht ja doch eher in Stromrichtung. Ich bin trotzdem neugierig. Ich weiß auch nicht, ob ich einen 1-zu-1-Vergleich mache und einfach mal beide irgendwie hinstelle nebeneinander und mal alle 2 Minuten hinschaue. Aber ich bin einfach mal neugierig. Es ist natürlich mega praktisch. Hier wird das Wachs im Grunde einfach warm und danach kann man das Förmchen eben einfach, den Dufttart, der geschmolzen ist im Grunde, also der dann wieder getrocknet ist und hart ist, einfach rausdrücken und man hat halt nicht im Grunde das immer in der Duftlampe und tut sich da vielleicht mal schwer mit dem Entfernen. Ich mag das mit den Muffinförmchen sehr und bin jetzt eben sehr gespannt, ob das Original, sage ich jetzt mal, von Candle Warmer da irgendwie besser ist und ich werde euch in dem Video jetzt mal die Düfte vorstellen, auch so mein erster Eindruck und würde, denke ich, dann einfach jetzt noch ein paar Tage jeden Duft ein bisschen warm ausprobieren und dann vielleicht tatsächlich immer nach den Düfteln hier im Grunde immer einblenden, was ich zu dem Duft dann auch warm zu erzählen habe, wie überhaupt auch die Kerzen so performen, wie die Melts schmelzen, wie schnell das irgendwie geht, wie langsam, ob mir da was auffällt, wie auch vielleicht mit einem Würfel mein Wohnzimmer ausgefüllt sein wird oder mein Büro oder meine Küche, je nachdem, wo der Duft dann eben brennt. Ich würde das immer so im Nachgang hier einblenden und weil ich habe jetzt noch 3-4 Tage Zeit, bis das Video sozusagen online kommt. Und dann habt ihr aber so den ersten Eindruck, wie ich es kalt finde und bekommt dann auch einen Eindruck, wie der Duft warm ist und wie ich eben dann tatsächlich vielleicht mit den neuen Crossroads Candles so zufrieden bin. So, wir starten jetzt aber mal und das sehe ich scheinbar eine Probe, also hier auch richtig klein eingepackt, 1 Stückchen, steht leider nicht drauf, was es ist. Riecht sehr würzig. Ich kann aber nicht sagen, was das sein könnte.
Riecht auf jeden Fall nicht schlecht. Riecht würzig und ein bisschen fruchtig. Ich weiß nicht, ob irgendwo drin steht oder dran steht, was es sein könnte. Ja, aber ist eine schöne Zugabe. Freue ich mich. Vielleicht steht es auf dem Lieferschein drauf. Das kann sein. So, der erste Duft ist Island Sunset. Hat, ja, also die Labels sehen im Grunde hier alle so aus. Die Kerzen sind auch sehr schlicht gehalten. Und wir haben hier eben auch wieder diesen Sechserpack, wo man eben wirklich schön ja, einzeln sich die ja, Tarts sozusagen rausnehmen kann, die Melts. Und dann haben wir hier ein ja, mittelgrünes ja, Wachsfarbe. Ach, interessant. Also riecht anders als erwartet. Also man riecht das Zitrische. Es hat nichts Klosteiniges, das war mir wichtig. Mich hat hier so angesprochen, die Mischung, das sollte eine sehr fruchtige Mischung sein. Und ich glaube, dem Pfirsich riecht man ganz gut. Aber die Mango, glaube ich, die noch mit drin sein sollte, die so ein bisschen ausschlaggebend war für den Duft, die kann ich nicht kalt rausriechen. Also es riecht sehr frisch, sehr zitrisch. Der Pfirsich macht so ein bisschen weich, aber Mango rieche ich nicht. Und ich finde, man riecht wirklich so ein bisschen diese Schafe. Also könnte vielleicht ein Ingwer sein, ein Pfeffer, weiß ich gerade nicht. Aber gefällt mir kalt sehr gut. Ich hoffe, dass das Zitrische sich im warmen Zustand nicht negativ umswitcht. Aber gefällt mir kalt auf jeden Fall schon mal sehr gut und hat auch eine sehr intensive Abgabe. Der nächste Duft ist Island Sunset. Und hier hatten wir ja etwas Zitrisches, Scharfes. Und ich muss sagen, den riecht man tatsächlich richtig, richtig gut. Ich finde die Zitrusnote okay, sie ist nicht übermäßig klosteinmäßig, wie man so schön sagt. Was aber im warmen Zustand sehr schön tatsächlich rauskommt, finde ich, ist das Weiche vom Pfirsich und auch dieses süß-fruchtige von der Mango. Also ich finde die Kombi wirklich super gelungen. Er ist mir auch einen Hauch zu zart, das muss ich auch sagen, gerade hier im Wohnzimmer, ich habe fast 30 Quadratmeter, ist das natürlich, ja, es ist jetzt ein Cup, ich finde das jetzt okay, aber ich würde mir ein bisschen mehr Bums wünschen. Also wenn man von der Tür reinkommt, dass man im Grunde es schon klarer wahrnimmt und nicht tatsächlich erstmal ein Weilchen hier sitzen muss. Aber ja, ansonsten finde ich Island Sunset sehr gelungen, ist eine schöne Kombi. Und wirklich das Frische mit dem Süßen und dem Weichen, Mango und Pfirsich, richtig toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Könnte ein bisschen feuriger sein. Ja, auf den freue ich mich mega. Vanilla, Bean, Biscotti. Das ist natürlich für mein Food in Spice Herz ist das natürlich was. Und zwar haben wir hier ja im Grunde ein vanillefarbenes Wachs. Ja, ich glaube jetzt keine große Überraschung. Oh ja. Oh, der ist toll. Also er ist das, was draufsteht. Man riecht Vanille, den Hauch Zimt und den Hauch Kokosnuss. Ja, also es riecht wirklich wie ein Keks. Es fehlt so ein bisschen der backige, teigige Moment. Aber es riecht definitiv so, wie wenn man eine Packung ja, von Biscotti aufmacht. Es hat was sehr, sehr Warmes, sehr Weiches. Aber es riecht sehr intensiv. Also ich muss echt sagen, kalt schon wirklich Duftgranaten. Da bin ich sehr gespannt, wie warm die Verteilung sein wird und ja, wie sich das dann auch tatsächlich im Raum macht. Im Büro düftelt es heute nach Vanilla Bean Biscotti. Ja, es hat sich sehr schnell schmelzen lassen, auch ja, jetzt hier in meiner anderen elektrischen Duftlampe. Ich habe wieder ja, ein Melt, sozusagen ein Cube hineingetan, muss aber tatsächlich sagen, dass der sehr zart nur duftet. Und jetzt ist mein Büro, ich glaube, auch keine 10 Quadratmeter groß. Ja, also ein Melt, ein Kügelchen ist hier definitiv zu wenig. Man nimmt ganz leicht schon den Vanilleduft wahr, aber ich glaube, ich werde jetzt nochmal ein zweites Melt, ein zweites Cube reinlegen und ja, dann einfach nochmal schauen, ob der Duft dann ein bisschen besser hervorkommt. Nun habe ich auch einen zweiten Cube, zweites Melt hinzugefügt und muss leider sagen, dass der Duft nur sehr, sehr, sehr dezent wahrnehmbar ist. Also man riecht wirklich nur noch ganz leicht die Vanille im Raum, ganz dezent, ganz warm. Ja, bin ich ein bisschen enttäuscht, gerade weil ich es jetzt auch nur im kleinen Büro ausprobiere und ja, hier bei nicht mal 10 Quadratmeter
Ja, also hätte ich mir zumindest hier ein bisschen Wumms vorgestellt, vor allem wie man es ja auch von anderen Vanilledüften kennt. Für mich riecht er sehr angenehm, wenn ich direkt daneben sitze, aber ja, mir ist er einfach zu leicht, zu wenig und ja, zwar irgendwie schön, aber viel, viel, viel zu dezent. Dann ein Duft, der mich vor allem wegen der coolen Wachsfarbe angesprochen hat, und zwar Tropical Heat. Also wirklich in einer wahnsinnsknalligen Farbe, so richtig schön Lachsorange. Ah, oh, der ist toll. Ah, oh, der ist super. Also man riecht die Papaya, man riecht das Frischige von Orange. Es hat was Beeriges und dann, ja, kommt so dieser Hauch. Ja, ich glaube, Pfeffer sollte hier mit drin sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das könnte das Scharfe so ein bisschen sein. Finde ich Hammer. Also Papaya, Orange und das Beerige, das riecht Hammer. Oh, der ist wirklich toll. Ah, den finde ich Hammer. Ja, gefällt mir unglaublich gut. Könnte jetzt wirklich mit der erste sein, der dann in der Lampe landet und hat auch wirklich eine super geile Wachsfarbe, wie ich finde. Also sehr, sehr cool. Gefällt mir kalt auch schon sehr. Und der letzte Duft ist nun der Tropical Heat. Hier haben wir ja die Fruchtbombe, zumindest kalt. Ich habe direkt 2 Cubes hier in die Duftlampe diesmal reingemacht, weil ja die anderen Düfte doch eher ein bisschen dezenter waren, bis auf der Espresso. Und ich muss sagen, man riecht definitiv die leckere Frucht. Also man riecht die Papaya, die Beeren. Ich finde den Duft sehr angenehm. Trotz 2 Cubes finde ich ihn sehr dezent. Also es ist im Raum ja nur schwer erkennbar. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Gläser intensiver duften. Mir persönlich ist es fast ein bisschen zu weich, zu dezent. Ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr Frucht gewünscht. Man nimmt es wahr, wenn man ein Stückchen im Raum ist. Aber wenn man reinkommt, denkt man schon, hier ist was, aber man kann es noch nicht einordnen. Dazu muss man ein Stückchen im Raum sein. Aber ich finde ihn sehr angenehm. Ich finde ihn sehr schön. Ich finde, er hat auch irgend so ein bisschen was Scharfes noch im Hintergrund, zumindest wenn man näher kommt. Vordergründig riecht man definitiv die Papaya. Ich finde, die riecht super lecker. Und ja, auch ein sehr, sehr schöner Duft. Und ja, bisher bin ich sehr angetan. Die Intensität könnte aber für meine Nase definitiv bei fast allen Düften, ich glaube, bis auf der Espresso, waren mir alle anderen zu dezent. Ja, das könnte durchaus ein bisschen stärker sein. Aber ja, Tropical Heat gefällt mir sehr gut. Der vorletzte Duft ist dann ein brauner Duft und ein Kaffeeduft, nämlich Roasted Espresso. Und ich bin nicht der größte Kaffee-Fan. Ich selbst trinke auch nie groß Kaffee, mal einen Espresso, mal einen Latte Macchiato, aber tatsächlich eher wenig oder selten. Aber ich liebe es, wenn man in so ein Kaffeegeschäft reingeht und es riecht nach frisch aufgebrühtem Kaffee. Das finde ich ganz, ganz toll. Und das habe ich mir hier so ein bisschen erhofft. Ja, und das so riecht er. Also er riecht wirklich wie, also für mich riecht er wie Eiskaffee, was glaube ich daran liegt, dass die Beschreibung genau das auch versprochen hat. Also es war Espresso, es war Schokolade, es war Vanille und ich glaube sogar irgendwie noch was mit Kokos, wenn ich mich richtig erinnere. Die würde ich jetzt nicht rausriechen, aber es hat für mich definitiv diesen Eiskaffee-Moment. Also den echten Eiskaffee, ach, in der Eisdiele mit einem Schuss Sahne obendrauf und genau so riecht das. Genau so riecht er auch richtig, richtig toll. Hat jetzt nicht den reinen Kaffeegeruch, dafür ist definitiv die Schokolade und auch die Vanille auch sehr präsent. Aber ich finde den kalt mega. Also für mich wirklich der absolute Traum von einem Eiskaffee. Ganz pur und schnörkellos. Und ich glaube, dass das tatsächlich jetzt so ein bisschen der erste Eindruck zumindest von Crossroads Candles ist, dass das tatsächlich eher so diese reinen Düfte sind und vielleicht nicht so das Verspielte nach zig Nuancen, sondern dass man vielleicht tatsächlich auch das bekommt, was draufsteht. Was ja, ne, alles, ich liebe ja alle anderen Varianten auch, aber das ist so mein erster Eindruck und auf den freue ich mich sehr. Der Roasted Espresso, ja, düftelt jetzt schon ein ganzes Weilchen hier in meiner elektrischen Duftlampe. Hat sich sehr gut aufgelöst und auch mit einem, ja, Eckchen, einem Stückchen duftet mein, ja, knapp 30 Quadratmeter großes Wohnzimmer wirklich wunderbar nach frischem Kaffee. Nach wie vor riecht man ja schon eher einen Eiskaffee. Also weil man doch Schokolade und Vanille wahrnimmt, aber der Kaffeegeruch, oh, es ist wirklich ein Träumchen. Ein ganz, ganz toller Duft, nicht zu intensiv, aber wirklich wunderbar, auch im großen Raum wahrnehmbar, gefällt mir sehr, sehr gut und ja, freut mich, dass der erste Duft schon überzeugt.
Und der letzte Duft ist dann auch schon Sweet Pear Crisp. Und ja, manchmal bin ich ja ein großer Birnenfan, nicht immer. Aber es hat mich hier einfach sehr angelockt, weil neben der Birne eben auch irgendwie Honig mit drin sein sollten und auch ein bisschen Äpfel und ich glaube auch was mit Gewürzen genannt wurde. Hier hinten haben wir definitiv ja, die Wachsfarbe, wie man sich eine Birne von innen vorstellt. Und ja, bin natürlich hier sehr neugierig, weil nicht jede Birne riecht tatsächlich gut. Aber die schon. Oh, die riecht, wenn man eine Birne aufschneidet. Es ist echt irre. Ja, und dieser erste Moment, wenn man eine Birne aufschneidet, das ist wirklich hier. Also das rieche ich ganz, ganz deutlich, den Birnengeruch, das Birnenfleisch, wenn man so möchte. Dann kommt so wahrscheinlich diese Abrundung durch den Honig. Äpfel kann ich jetzt nicht so richtig herausriechen, weil ich definitiv schon finde, das riecht nach Birne. Und Gewürze nehme ich kalt tatsächlich gar nicht so richtig wahr. Also ich bin verliebt. Auch der Duft gefällt mir kalt, richtig, richtig gut. Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie die auf jeden Fall warm sein werden. Und der nächste Duft in meiner Duftlampe wieder im Büro. Ich meine, klar, da halte ich mich natürlich im Homeoffice auch am längsten so gefühlt mit auf, ist Sweet Pear Crisp. Und hier muss ich sagen, man riecht die Birne sehr, sehr gut heraus, aber auch wieder sehr, sehr, sehr dezent. Also bisher, ja, muss ich sagen, es ist wieder ein Cube, den ich verwendet habe. Ich finde den fast wieder zu wenig. Also ich weiß nicht, wie das in großen Räumen sein könnte. Ich finde jetzt hier den Birnengeruch okay und auch ausreichend. Das ist ein warmer, wohliger Duft vom Apfel und ja, rieche ich aber gar nichts mehr. Da muss ich sagen, hier ist die Birne wunderbar da, aber er könnte definitiv intensiver sein. Ich werde auch hier jetzt nochmal einen zweiten Cube reinmachen und sehen, ob er sich intensiviert. Für die 10 Quadratmeter jetzt im Büro ist er okay. Aber ich weiß nicht, ich finde auch diesen viel, viel, viel zu dezent. Auch nach der Dreingabe eines zweiten Cubes muss ich sagen, dass der Duft nach wie vor eher dezent ist. Ich rieche ganz weiche, sanfte Birne. Ich finde das ja ganz angenehm. Ich sitze aber auch keinen Meter davon entfernt. Ich muss echt sagen, ich finde ihn doch einen Hauch zu dezent, wenn ich ehrlich bin. Ja, gerade auch in größeren Räumen glaube ich nicht, dass man ihn wahrnehmen würde oder auch nur sehr unterschwellig. Vielleicht wären da die Gläser definitiv eine bessere Wahl. So jetzt hier in meinem Büro finde ich den heute ganz angenehm, aber ja, leider definitiv auch mit 2 Cubes zu dezent. Ich hoffe, dieses doch etwas andere Düfte-Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob da ein Duft dabei ist, der euch anspricht, ob euch neue Kerzenmarken überhaupt ansprechen und ihr interessant findet und auch mal ausprobiert. Und gerne natürlich auch, ob ihr öfter zu dem Unpacking vielleicht schon irgendwie so einen warmen Eindruck bekommen wollt, sodass ich dann eben einfach sage, okay, ich hebe zwischen dem Unpacking und dem eigentlichen Video liegt dann vielleicht eine Woche, damit man die 4-5 Düfte probieren kann. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr über den Austausch freuen und wenn ihr vielleicht selbst schon was von Crossroad Candles bestellt habt, könnt ihr mir ja eure Favoriten auch mal erzählen. Alle Düfte unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei, wenn euch irgendwas jetzt neugierig gemacht hat und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut! Tschüss, eure Steffi.